So, weiter geht's, los geht's mit dem Zinkgießen. Immer wieder eine aufregende Sache, kann ich euch sagen. Und Brettchen liegt hier, fertig gefräst. Mein Brenner steht bereit. Ich habe eine Tür schon gegossen. Hier könnt ihr es sehen. Überstand ist noch drauf, ist inzwischen abgekühlt, muss ich noch runternehmen. 200 Gramm sind da reingegangen. Also ich gehe mal davon aus, wenn das der Überstand runter ist, sind es bestimmt noch 150 Gramm, die in der Tür sind, an Gewicht zusätzlich. Und hier ist minimal tiefer mir geworden, vielleicht einen halben Millimeter, aber ich müsste mit 200 Gramm trotzdem auskommen. Das heißt, vier Pellets a 50 Gramm rein in den Schmelztiegel und Brennstoff ist schon drunter. Anzünden. So, die ganze Prozedur habe ich ja schon mal gezeigt vor einiger Zeit. Als ich schon mal was gemacht habe, habe ich das schon mal ausführlich erklärt und so weiter und so fort, meine Gedanken dabei und wie ich so vorgehe. Deswegen muss ich das jetzt nicht so ausführlich machen. Wir gucken es uns an, wenn das geschmolzen ist, dauert 3-4 Minuten und wenn ich das hier reingieße. Okay. So, das Zinn ist jetzt so gut wie geschmolzen, soll noch ein bisschen heißer werden. Und ich zeige das jetzt doch erstmal an dem kleinen Stück hier, oder andersrum gesagt, ich nehme es jetzt nochmal auf an dem kleinen Stück, weil bei der großen Türe, bei dem großen, ist mir doch eine Panne passiert und ja, ist nicht so mustergültig abgelaufen. Aber ist ja kein Problem. Ich zeige das dann anschließend trotzdem noch, damit man mal sehen kann, naja, wie schnell das geht. Gut, also das Holz habe ich nicht gegen Verbrennung geschützt, weil die Brandspuren, die ziehe ich dann wieder ab mit der Ziehklinge und außerdem wird es schwarz gebeizt. Ja? Da sieht man das dann sowieso nicht mehr. Ich habe hier auch wieder einen kleinen Lötkolben, um eventuell ein bisschen irgendwo was nochmal anzuschmelzen, einen Übergang oder wenn es irgendwo nicht richtig weiterfließt. So, jetzt müsste es heiß genug sein. Das heißt also, das muss alles ganz zügig gehen. In so eine Tür, ich glaube, ich hatte es schon gesagt, 200 Gramm. Jetzt habe ich hier für das einfache Ornament habe ich 100 Gramm geschmolzen. Ich hoffe, dass es reicht, dass mir nicht was überläuft und nehme das Stück hier. Ist nämlich vorhin passiert, hier sieht man noch die Brandspur. Okay, also fange ich mal hier oben in der Ecke an. Und lasse da auch schon mal ein bisschen was reinlaufen. Muss man nämlich auch aufpassen. Ruckzuck ist zu viel reingelaufen oder zu wenig auch, ist auch nicht gut. Ja, es ist wie mit allen, gehört auch ein bisschen Übung dazu. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Ist überall schön in die Ecken bzw. Rundungen rein, ist mir nicht ganz übergelaufen und am Rand drunter. So kann ich das lassen. Gut. Ja, ich zeige euch dann mal anschließend, was mir da passiert ist bei dem anderen Stück. Ihr seht das also ganz viel daneben gelaufen und drüber weg. Das gefällt mir gar nicht, aber so ist das halt. Gell? Das passiert. Vor allen Dingen, wenn man noch im Anfangsstadium ist. So, Feuerchen aus, dann kann ich mal meinen Brenner hier beiseite stellen. Gut, also gucken wir uns mal die Pannen noch an. Los, ich muss ja zügig arbeiten, damit das nicht erstarrt zwischendurch. Weil das läuft in mehrere Kanäle jetzt zur gleichen Zeit und ich muss ja immer wieder einen Anschluss finden, damit man das nicht so sieht. Wobei ich dann auch den Übergang schon mal mit dem Lötkolben noch mal flüssig gemacht habe und verzogen. So, ich fange jetzt hier an der Seite mal an. Wie gesagt, ich bin immer total aufgeregt. Wenn ich jetzt hier rumeier, müsst ihr mir entschuldigen. Weil das ist immer noch Neuland und eine ganz spannende Sache für mich. Ich
Fangen wir hier oben in der Ecke an. Wisst ihr? Da ist schon die erste Panne passiert, die zweite. So, das, was jetzt hier runtergeladen ist, das fehlt mir. Schöne Kacke. Das fehlt mir noch, dass mir das fehlt. Das fehlt mir jetzt hier unten. Genau die Menge ist das, die mir fehlt. Die muss ich jetzt nachgießen. Jetzt muss ich schnell was zu Hilfe nehmen und muss das nochmal flüssig machen, bevor mir das hier wieder komplett kalt wird hier unten. Ich muss das mal bei Laune halten mit dem Lötkolben. Hoffentlich ist der nicht zu klein. So ganz bin ich nicht drauf, aber ich wollte noch zum Abschluss von dem Teil das nochmal zeigen, unbearbeitet. Ja, Zinn ist überall drin, in beiden Türen, in den oberen Segment. Und jetzt muss ich das schön glatt machen, alles schwarz beizen und dann kriegt es eine schwarze Shellac-Oberfläche. Gut, also bis zum nächsten Mal. Ist ja noch lang nicht fertig, ist noch ein bisschen was zu tun. Hallo, ich begrüße alle wieder hier. Geht weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, weil ich das immer erst hinterher mitkriege, wenn ich den Film fertig mache, ob das noch im Film drin ist. Jedenfalls, ich hatte mich schon mal verabschiedet nach dem Gießen des Zins, habe mich aber doch entschlossen, nochmal zu zeigen oder auch zu zeigen, wie ich das überschüssige Zinn runterbringe. In meinem schon mal gezeigten Video, als ich das Windlicht gemacht habe, habe ich ja komplett alles runtergehobelt. Ich möchte hier diese Türen, diese Bauteile nicht zu sehr beanspruchen, nicht zu sehr traktieren, weil das ist schon eine ganz schöne Wircherei und dauert bis zu einer Stunde immer von so einem Brettchen, das Zinn runtergehobelt hat und mit der Ziehklinge. Hauptsächlich habe ich das gemacht, weil ich mir diese Späne, die ich da abhobel, aufhebe und wieder einschmelzen will. Diese Teile möchte ich nicht so sehr traktieren, beanspruchen. Deswegen habe ich dafür eine sanftere Methode gewählt jetzt, die aber gleichzeitig das mit sich bringt, dass ich das überschüssige Zinn, was hier drüber ist, in ja, nicht in Luft auflöst, aber in Pulver. Ja? Ich schleife das also runter oder fräse das runter oder wie man sagen will. Das zeige ich jetzt noch mal kurz andeutungsweise, wie ich das mache. Und dann natürlich zum Schluss nochmal, wie es schön glatt verhobelt wird. Hier sind schon zwei Teile soweit fertig. Und am dritten bin ich jetzt dran. Also, hier rund in Fräskopf drin. So sieht das jetzt aus, nachdem ich mit dem Fräser den gröbsten Überstand weggenommen habe und jetzt bleibt immer noch ein bisschen Hobelarbeit übrig. Das mache ich mit dem Einhandhobel hier. Erstmal muss ich ein bisschen drüber weggehen, dass eine Ebene entsteht, dass die höchsten Überstände schon mal weg sind. Sieht man schon, wie die Spänchen da wegkullern. Hier sieht man ein paar Brandspuren, die hobel ich aber mit weg. Das ist so wenig Material, was da weggenommen werden muss.
man schon, wie es glatter wird. So, man sieht, Überstände sind weg. Jetzt kommt es nur noch darauf an, schön glatt zu machen. Brandspuren sind auch fast weg. Wird sowieso noch schwarz gebeizt, wie schon gesagt. Jetzt mache ich hier noch ein paar Bewegungen, ein paar Züge mit der Ziehklinge drüber. Das ganz gut erkennen. Aber das soll ja dann durch den Kontrast zum Schwarz eigentlich noch besser zur Geltung kommen. So, das jetzt wirklich bis hierher. Alles andere dann beim weiteren Zusammenbau. Die Rückseiten werden jetzt noch furniert.